Und jetzt stürzen wir uns nochmal richtig rein als Adam und Blaze hier in Streets of Rage Nummer 4. Folge Nummer 4. Ha! Zusammen mit dem Daniel vom Kanal AFK alles furchtbar kommentiert. Hallo Daniel. Hallo, und ich hab die Haare schön, wie du siehst. Ich sehe es kaum, weil es doch arg pixelig ist, aber ja, genau. Also Daniel hat sich wieder für den Pixel-Look entschieden und zwar für den ganz pixeligen aus Teil 1. Da hat er die Blaze genommen, ja. An sich sehr cool. Meinetwegen können wir anfangen, das wird jetzt heiß. Können wir anfangen, okay, gut, dann starten wir nochmal los. Ja. Ich glaube, ich war da gar nicht auf der Rampe. Fluchtzeug. Jetzt bist du da. Ein liebes bisschen. Jetzt, ja, das ist ja wirklich pixelig. Wie er runterprügelt. Ja. Oh, und schon falle ich. So, wir haben auch... Oh, nee, das machst du nicht mit mir. Aua. So, wir haben, schon mal, ich hab eine Nahrung für dich hier. Ja, genau, wir haben das Essen wieder gewechselt. Wir sind uns nicht ganz... Na doch, wir sind uns eigentlich einig, aber was sagt denn der Zuschauer dazu? Wir sind der Meinung, Donuts können das nicht sein, sondern eher so Zwiebelringe. Ja, oder gibt es da nicht auch noch so Bagels oder so? Die oder was waren denn Bagels? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, sowas kann das auch sein. Ich nehme mal schon mal das Geld. Ja. Oh, die Ich hüpfe mal ein bisschen durch die Gegend. Ein liebes bisschen. Da habe ich doppeltes Feuer erwischt hier. Das hat mir richtig gekickt. Oh ja, schön runtergekickt hier. Feuer! Feuer, Feuer! Na super. Da dachte ich, ich überspringe das Feuer und dann... Ich kann aber... Oh, hey! So, machen wir das. Ich wollte so clever sein. Und die... Ach, da unten ist auch Essen. Jetzt sehe ich es erst. Da ist das große Essen. Aber ich habe schon Leben weggenommen. Also. Ah, nein, ich wollte das kleine Essen nehmen. Scheiße. Ich würde sagen, du nimmst nichts mehr. Ah, zu spät. Ja, jetzt gibt es nichts mehr. Du wieder mit deinen Kalorien, ne? Ja. Heute darf ich nicht so viel essen. Guck mal meine Figur an, ja. Ich muss auf die Figur aufpassen. Schmeißen die mal. Autsch. Aber heuch mal, du. Ah, shit. Au. Die hauen mich. Die hauen eine Lady. Das geht doch so nicht. Oh Gott. Jetzt wird die auch noch gerüstet hier. Ui. Liebes bisschen. Was ist denn heute los? Passiert da so viel? Bei mir geht's noch. Ich krieg wieder mal zu wenig ab, wahrscheinlich. Du lässt wieder nichts übrig. Du handelst einfach die Gegner wieder besser. Ich brauch Essen. Ah, du brauchst auch Essen. Nimm du. Ich brauch auch, ja, die Zwiebelringe. Ja, ich nehm die Zwiebelringe. So, aha. Oh, oh. Was? Ich war schneller. Oh! Die Olle da hinten, ne? Au! Was? Vorne der Taser, hinten der Typi mit seinem Schläger. Oh, echt, ey. Und da hau ich jetzt pass mal auf hier. Ah, Taser. So. Ja, mach sie. Hier, krieg mal. Hier unten gibt's was Schönes. Ach nö, jetzt will ich aber auch mal was. Ja, nimm du. Nahrungsmäßiges aufnehmen. Ich schluck mal hier, was auch immer das ist. Der Taser war schon. Elektro wahrscheinlich, oder? Ja. Packst du mal hier das Zeug weg? Ich nicht mein. Oh! Oh. Nimm du die volle, okay? Volle Energie. Ach! Oh! Super. Ja, jetzt auf jeden Fall. Stern kannst du auch haben. Nee, nimm du mal. Ich weiß nicht, was meine macht jetzt hier die Blaze. So, ob sie die Polizei ruft oder ich habe keine Ahnung, was da passiert mit dem 1er Charakter. Also deshalb gerade müssten wir es ja rausfinden. Oh, scheiße, wieder ein Messer-Heini hier. Oh. Ah, okay. So, schmeiß ihn mal runter. Uai! Oh. Sehr schön. Einmal den Müll raustragen. Oh, Moment mal, ich hab da was. Bäumchen. Oh! Das ist mein Bäumchen gewesen, keine Sorge. Das macht ach, das tut mir nichts? Okay. Oh, ich war gestunt, so eine Scheiße. Oh, ich muss das... Oh, der schießt gleich. Bin ein bisschen irritiert, weil Blaze macht andere Sachen als im 1er, so ein ganz klein wenig. Ich kann gar nicht auf dich gucken. Ja, nicht so schlimm. Ich dachte immer, die konnte... Oh, sehr schön. Leider hat es mich da gerade erwischt. Ah, jetzt. Bömmchen hat ein bisschen gebraucht. Nein, er holt schon aus. Uff. Puh.
Jetzt knüppel ich die hier alle in den Eck. Ach, nur noch einer. So, schau mal, jetzt hast du mal was zu essen. Nimm du mal bitte. Ja, okay. Im Übrigen ist mir aufgefallen, bei Folge weiß ich nicht was, wo ich nochmal reingeschaut habe. Ich glaube, die Automaten müssen wir gar nicht mit dem Taser aufmachen, weil ich habe den einen... Hey, doch, doch. Hey! Den einen habe ich, glaube ich, getreten. Da bin ich mit dem Sprungkick rein und wir sind trotzdem in die... Solange du einen Taser in der Hand hast... Ah, okay. Das funktioniert. Ich muss ihn ausgerüstet haben, verstehe. Mhm, genau. Ja, dann. Also... Huch! Was ist denn jetzt los? Ach so! So leicht, machen wir den Fehler. Parabelflug, wie geil! Da haben sie sich ja was Tolles ausgedacht. Hä? Wie ist denn die hier gerade durchgewechselt? Die ist von oben einfach runtergelaufen. Jetzt hast du sie wieder alle da unten. Komme ich hier überhaupt durch? Ja, ja. Aber das Essen liegt ja auch schon bereit. Macht hier Bitch-Slap mit mir, jetzt reicht's aber. Kann ich auch. Wenn sie glaubt, ich bin politisch korrekt, dann hat sie sich geschnitten. Ist ja alles Retro hier, also insofern sind die Gepflogenheiten auch wie damals. Gleiches Thema wie bei euch, ne? Ja, genau. Ach, hier ist ja auch wieder... Schau mal, ein Sternchen, ja. Nimm mal das, hier ist ja auch wieder Elektro, sehe ich gerade. Oh. Das ist ja cool. Ich kann keinen Trink hier. Ich nehme das mal. Ah. Oh. Ah. Ich glaube, die mag nicht, was ich anhab. Das ist ganz klar Klamotten-Night. Ah, ich kann hier schön nach hinten treten, fällt mir gerade auf. Ui! Oh, das kann ich auch. Danke für den Tipp. Ach ja, das vergesse ich immer wieder. Ja. Ups, da kann man aber ein bisschen was sehen bei dir. Naja, naja. Ist ja noch ein Höschen drunter. Ja, das stimmt. Das ist Mr. Y. Ach, siehst du, ich muss mal den hier rausholen. Bada boom. Hey! Ich werfe mal ein bisschen was durch die Gegend hier. Boom! So. Du kümmerst dich um den Hauptakteur und ich kümmere mich mal um versuch's. Die Nebenrolle hier. Oh. Oh. Ich nehme mal diese Zwiebel, da liegen stehen. Oder das große Essen. Ja, yeah, wenn du kannst. Ja. Huch, was denn jetzt? Ah ja, das bist du, okay. Das ist ja charmant. Au! Oh. Hat aber vorher noch das die... Das Auto war irgendwo im Flugzeug versteckt, sag ich dir. Oh. Fällt gerade auf, hier ist wieder was zum Essen, aber... Okay, machen wir erstmal so. Sag mal, ich kann den nicht werfen. Ach, das ist ja wie bei Mr. X hier mit... Oh, warte mal. Oh. Boah! Oh Gott! Was verteilt er denn hier? Pümpchen. Aber das ist neu, dass man hier, wenn man angeschossen wird und rechtzeitig A drückt, dass man trotzdem auf den Beinen landet. Weil so oft haben wir ins Gesicht zu quatschen. Oh! Oh cool, ich bin... ich muss zu den Zwiebelringen oder was auch immer. Das ja, ist... Ja. Oh. Ah, shit. Oh, ich hab die gedodged. Mach's nicht mehr lange. Ah, sehr schön, sehr schön. Oh! Okay, ich muss nochmal mit dem Sternangriff hier rein. Ah. Dafür hast du die Dinger ja. Genau, es war aber auch mein letzter dann jetzt. Ah! Boah! Der hat schon einen guten Wumms drauf. Nein, ich sterbe nicht nochmal. Hörst du? Oh, doch, ich sterbe nochmal. Oh! Nur so ein einfacher Kick hat noch gereicht, okay. Ja. Einmal die Schuhsohle abgeschmeckt. Gerne doch. Schön, was hast du den Essensresten mitgebracht? Ich sterbe zu häufig, aber B. Ah, das war cool mit der Polizei. Ja, das ist. Da fragt man sich immer, wo die Autos herkommen. Was haben die da für Raketen dabei? Vor allem dieser Cop. Super Angriff hat den Vorteil, du triffst immer. Und mit dem modernen Spezialangriff, mit dem Sternchenangriff, da musst du in der Nähe sein, ne, damit es funktioniert. Das stimmt auch wieder richtig, ja. So, guck mal, du bist doch so speziell geeicht auf das Y. Hast du gerade gesehen, wo wir jetzt sind? Y-Insel stand da. Y-Insel. Ja. Mir fällt auch gerade auf, obwohl das passt ja gar nicht, aber vielleicht... Es hätte ja auch Anspielungen sein können auf Y-Chromosom. Aber es war, glaube ich, auch eher... Die Zwillinge waren das Mann und... Oh! Also das Typ ist ein Weibchen und ein Männchen. Beides, ja. Ne? Also dann... Also zumindest mal biologisch gesehen. Ist eigentlich beides... Als was sie sich jetzt fühlen, ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, na gut.
Das wäre wieder die moderne Debatte, was es nicht alles gibt und wie viel davon. Ja, wie viel davon ist manchmal sehr interessant, ja. Ah, cool, hier Absturzstelle. So, mir geht's schlechter, also ich würde ja, ich das schon, nächste Essen claimen. Kannst du mal an den Talern lecken. Vielleicht geben die auch ein bisschen Points. Oh. Warum will denn hier wieder keiner? So. Oh. Wow! Die Verteilkopfnüsse. Ah! Bin da genau in sie reingeschossen. Jetzt einmal die Käsespätzle oder was auch immer. Ja, geh ich gleich hin. Geh ich sofort hin. Oh, danke. Ja, das musste sein. Ja. Kriegst du wenigstens auch noch was raus. Oh, noch was? Mein mir mal voll hier. Geld. Ah, die nimmt Anlauf. So, ich dachte nämlich tatsächlich bei Blaze früher im Einsatz, dass man da quasi immer nur so... Was ist mit ihr los? ...gegen den Stunlock halten konnte. So... Autsch, wo kommt die denn jetzt her? Dass man quasi immer so einzelne Schläge, 1, 2, und wartet man und dann macht man wieder einzelne Schläge. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das geht hier bei der gerade nicht, weil wenn ich die Pause mache und dann trotzdem... Sie kann sich ganz gut zur Wehr setzen, ne? Beziehungsweise so... Wenn die so blinkt, ist die nicht angreifbar unbedingt. Ach, da ist schon wieder was zu füttern. Das teilen wir uns, oder? Die Portion. Ja, das wäre ganz gut. Ich nehme es mal. Ja, nimm mal. Bevor wir hier noch diskutieren. Am Ende bestehst du sowieso wieder drauf. Na, ich entscheide ganz rational. Ich gucke mir die Balken an und dann... Oh. Oh, okay. Huch, was mit ihm? Ah. Dich kann ich leider nicht greifen. Ich finde ehrlich gesagt die Spezialattacke unspektakulär. Ah, so, ich habe sie nicht richtig gemacht. Unspektakulär wollte ich sagen. Das ist ganz cool, weil der spinnelt so ein bisschen nach vorne. Das kann man auch das brauche ich. Ich nehme mal das Schwert, ja. Oh, Jemine, der Gegner hat es natürlich auch wieder. Oh, er hat's geworfen. Die Sau. Nehme ich halt das nächste hier. Gibt's gleich. Was ist denn das hier? Hier? So, hier. Ah, shit. Was funkelt denn da? So, kann man das aufnehmen? Ah, Mann, ich komme da nicht hin. Jetzt ist vorbei. Ja, diese Schwerter, die haben, glaube ich, nur 2 Schläge oder sowas und danach sind sie kaputt. Ich meine, hallo, die sind ja auch aus, was weiß ich, 1745. Ja. Die halten halt noch nicht so viel aus. Damals gab es noch nicht so diese richtig krassen Legierungen. Du läufst mir so ein bisschen aus dem Bild hier gerade. Sorry. Ich war gerade... Alles gut. Es war gerade mächtig was los hier. Fast nichts mehr gesehen. Nimm mal schon wieder das Essen da. Oder warte noch kurz. Oh, was war das denn? Hey! Ah, oh, toll. Schau mal hier, kannst du die Keule nehmen. Keule. Moment. Ja. Bong. Bong, bong, bong. 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 Was ist hier eigentlich? Ist das meine Keule geht gleich kaputt. Maske? So, ich hol mir mal das Essen. Wuppa. Ja, ist okay. Okay, das hätte ich besser nutzen können. Jetzt habe ich auch eine Keule. Okay. Ich nehme mal die Zwiebelringe. Sieht ein bisschen aus bei der guten Art, guten Blaze hier. Passt nicht so ganz zusammen, ja. Das kannst du dann jetzt wieder nehmen. Ja, ich nehme schon. Ich frage schon gar nicht mehr. Boah, die Musik, wie hektisch. Ja, da weißt du, es ernst wird hier. Und noch einen. So. Jetzt ist die Keule kaputt. Na super. Ich hab noch eine. Oh, da liegt ein Sternchen. Oh ja, okay, ich sehe schon, die können schnell sein. Ah! Danke, hast mich gerettet. Ich nehme das Zeug hier mal. Das ist wie in der Schule, 1 mit Sternchen. Ah, hier liegen ja noch mehr Sterne rum, ja. Wirft man die wieder sofort? Ja, okay. Ja, die wirft. Dann sind die weg, ne? Alles klar. Naja, passt ja. Kann man machen. Hui! Ah, der Flammenmeini kommt von der anderen Seite. Warte mal, ich halte den mal dann hinten da weg hier. Ah, shit. Wollte mal ordentlich reinballern hier mit. Boah. Eieiei.
Na komm, dann schmeißen wir mal durch die Gegend. Boah. Ui. Ah, immer wenn du denkst, jetzt hast du es alle, dann kommt der nächste aus dem Hintergrund. Moment, den hab ich. Den nicht. Oh, warte mal, ich nehm das Hover mal, weil ich hatte gerade auch ganz, ganz wenig Hitpoints. Ah. Ja, okay. Ich verliere hier gerade einen nach meiner. Oh, nein, 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 nein. Du Fetti, du, ey. Ey, wie viel gibt's noch von denen? Ah, dem habe ich's voll gegeben. Oh. Das ist die gescheiterte Weight Watchers Crew. Scheiße. Ich mach den mal wieder. Boah, das ist aber wirklich. Ey. Wir machen den einen und der nächste kommt, ey. Oder die nächsten beiden. Ach, hallo? Boah. Vor allen Dingen, wenn sie aufstehen und sofort ins Rollen übergehen, da freue ich mich doch tierisch. Kannst du eigentlich dich drauf verlassen? Ah. Boah, ich krepiere hier am Stück, ne? Warte, das ist ganz schön schlecht. Ja, das. Es zieht nach hinten nochmal an, das Spiel hier. Ich hoffe, wir sind schon ungefähr hinten. Aber wird schon noch einiges kommen. Ja, scheiße, jetzt brauche ich es genau gerade nicht. Ach Mist. So, nimm doch auch mal ein bisschen Kohle hier. Ja, wozu? Achso, die geben Leben, ne? Irgendwann. Genau, ja, ja. Ah, das ist ja ärgerlich. Huch! Na, er möchte auch nochmal einen Nachschlag. Huja! toll, der eine. So. Hat sich auch nicht gelohnt. Na? Ist ja hier voll die Burg Wolfenstein. Was ist denn da los? Okay, das sieht schwer nach. Ziemlich Ende, Bossende aus, aber vielleicht noch nicht Ende. Das ist eine von den Y-Geschwistern. Das ist die Dame davon. Eine von den Y-Lonen klingt auch gut. Mhm. Ah, die hat mich angeschlitzt. Kann ich mir hier was rausholen? Tatsächlich? Ah, da kommt aber auch der Gegner raus. Rausgeholt. Ja. Glückwunsch! Aber auch Essen. Oh! das ist ja lustig. Sag doch, kommt aber schon schwer auch einer möchtest. Ja, komm, die kleinen Gegner, die kriegen wir noch weg. Dafür ist auch Essen rausgekommen. Denkst halt so sehr an mich, ja. Du weißt genau, was ich für einen Umsatz habe hier. Ach, weißt du was? Moment mal. Okay, einen davon habe ich auch noch. Aber da hier noch mehr kommen wird, war da mal vorsichtig mit. Ah, shit. Reichweite war nicht so gut. Da kannst du nichts machen, wenn die dich mal hat, ne? Wenn die dich mal hat, dann machst du da nichts. Ah. Klar. Ich hab's abgefangen in der Luft. Oh, das ist sie, okay. Sieht aus, als wenn du mich gerade getreten hättest. Oder fast getreten hättest. Ah! Scheiße, ich dachte, ich krieg sie. Die war gerade so schön bei mir. Ich glaube, die ist gerade ganz schön gefährlich in dem Moment, ne? Don't touch this. Die fuchtelt auch mit ihrem Gigser da rum. Das ist ja auch ziemlich unfair hier. Ich meine, ich habe keinen Gigser. Beide gleichzeitig gemacht. Oh, ich brauche Essen, ich brauche Essen. Scheiße, jetzt wird's wieder gefährlich. Die hat mich durchschlitzt. Nein! Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ehrlich gesagt. Ich kann die auch nicht greifen, ne? Ja, super. Mann, dieser Spezialangriff will mir nicht gelingen. Wie sie uns hier nass macht. Oh, du hast sie gegriffen? Ja, ich hab sie irgendwie gegriffen. Aua! Danke. Bin schon wieder tot. Oh Gott, das sieht gar nicht gut aus bei mir. Wir müssen uns aufteilen, glaube ich. Ja, ich versuche mal das. Dass sie immer irgendwo hinspringt, wo der andere sie erwischen kann oder so. Keine Ahnung. Das macht sie jetzt wieder dreimal hintereinander? Nee. Zweimal hintereinander macht sie es, okay. Ja, darfst du auch mal wieder. Na, die springt mir sofort weg. Hörst du auf? Oh, die kommt auch nicht zu mir, ne? Da ist sie weg.
Apropos weg, was ist, wenn ich weg bin? Gibt's Continues oder Credits? Oder habe ich jetzt echt nur noch zwei? Ich glaube, du hast nur noch zwei. Ja, dann wird's echt eng. Dann sehen wir das auch. Dann ziemlich weit. Sehen wir, wie der Meister das vollenden darf. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, der Rückwärtstritt, der hat's gebracht tatsächlich. Au! Okay, erstmal diesen Stern hier einsammeln. Au! Oh, jetzt. Oh! Ey, so schnell kann man doch da gar nicht weg. Ich frage mich tatsächlich, welche Leute das auf. Oh, da habe ich gerade eben die Raketenwerfer unterbrochen. Das wäre cool. Auch ganz praktisch. Oh, na komm. Oh! Oh. Ja, wer das so auf Hardcore durchspielt, ne? Du hast doch noch die zwei Special-Dinger. Hier unten ist Dinkels Essen, komm mal her. Ja, ich hab noch Special, ich kann machen. Ja, das Essen muss mal liegen. Das darfst du dir jetzt mal holen, weil sonst möchte ich ja nicht verlieren hier. Das sollst du ja noch. Ah, okay, ich probier's. Bis ins Ende kommen. Sehr viel mehr wird's nicht bringen, aber. Oh ja. Was macht man denn, wenn ihr so blinkt? Am besten aus dem Weg gehen. Ah! Oh, da ist eine Kohle. Nehmen wir die Kohle ganz schnell. Oh shit! Oh, wo soll man denn da noch hin? Also, mein Problem bei Streets of Rage war schon immer, dass ich mir einfach viel zu langsam vorkomme, um die Situation irgendwie zu retten. Ja, um rechtzeitig entkommen zu können. Das ist aber auch nicht immer unbedingt möglich. Also, mich positionieren zu können. Das ist, glaube ich, auch so ausgelegt, dass du halt am Anfang die Leben möglichst beieinander hältst. Das ist ja, weil es immer das Schöne ist ja bei dem Spiel hier, in der Version, dass du ja die späteren Levels mit vollem Leben anfangen kannst. Oh, ich glaube, wir haben gerade ein Level. Ich habe ein Leben bekommen. Oh, dann ist es auch schon wieder weg. Oh. Hä? Was ist denn jetzt los? Die sind doch noch gar nicht down. Phase 1. Sag mal, da sind noch Zwiebeldringe. Komm, schnapp sie dir, Tiger. Ja, ich kann gerade nicht hin. Das ist ja nicht schön. Sitzt da ganz gechillt. Ach du Scheiße. Oh. Ach du Mensch, gib mir meine rein. Zwiebelringe! Oh. Uff. Was, oh Gott. Wie geht denn dieses Muster? Au! Draufhauen, draufhauen und nicht getroffen werden. Ja, also das Muster von. Oh, komm, ey. Also das Muster von dem Riesenapparat da hinten. Der macht irgendwie diagonal, als wenn man besser in der Mitte stehen bleiben sollte. So sieht's aus. Ah, und dann kommen da diese Granaten. Na super. Was? Nee, okay. Vorbei mit diagonal, keine Ahnung. Den muss man bestimmt auch kloppen, ne? Oh. Ja, genau. Das ist jetzt nochmal ihr Hitpoint beim. So, er ist schon mal weg jetzt da. Wir haben nur noch das Süß hier. Ach doch, die geht doch ganz gut weg hier, guck mal. Ach so! Okay. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ging irgendwie schnell. Huch, abgestürzt. Da fällt es in den Abgrund. Ach du Scheiße, guck mal meine Lebensenergie an. Oh Gott. Ja, da packt man ein Pflaster drauf und macht ein bisschen Pusti und dann ist genau. Gut. Ja, achso, es war doch schon das Ende. Okay, ich dachte, jetzt kommt noch eine Stage. Ende, ja. Oh, da bin ich ja erleichtert. Puh, weil noch so ein Level mit zwei Leben, naja. Und dann mit Boss, das wäre nicht mehr so gut gegangen. Ja, nee, aber das war ja das Y-Duo jetzt quasi. Die haben jetzt am Schluss nochmal versucht, ein bisschen Rambazamba zu machen. Ja. Ah, okay, dann haben wir das Ding durch. Ja, dann bleibt meine Kritik doch erstmal bestehen, dass das ein ordentlicher Preis ist für den Content. Also wenn man so den Preis auf Steam gerade sieht und der ist aktuell bei 25€, war glaube ich auch der Release-Preis. Ich glaube schon, Dann würde man erwarten, dass das schon sehr lang sein wird. Also dass es nicht so retro ist. Es ist vielleicht ein bisschen länger als die damaligen, klar. Mit jetzt, wie viel waren es jetzt? 11 oder 12 Stages, ne? 12 Stages. Damit ist es so 2,5 Stunden ungefähr, ein bisschen weniger vielleicht. Ja, na, wir sind jetzt, es waren jetzt 4 Folgen, also sind wir bei 2 Stunden. In meinem Fall jetzt hier. Natürlich auf leicht, ja. Und vielleicht ist es auch ein bisschen daran so angelehnt, dass es mehr so
retromäßig eine Herausforderung sein soll. Die damaligen Spiele waren ja auch kurz und schwer. Ne, ist ja ganz klar. Aber ja, was, das ist tatsächlich so. Es gibt ja, wenn man das erste Mal diesen Story-Mode durchgespielt hat, dann schaltet man den Arcade-Mode frei. Und dieser Arcade-Mode ist tatsächlich wie damals so, man fängt dann mit 5 Leben an und bis zum Ende muss man damit auskommen. Und ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ich habe es zwar noch einmal probiert, aber ich bin dann irgendwo so bei, keine Ahnung, Stage 5 oder so schon gescheitert, weil dann waren die Leben alle. Ja. Das ist dann echt nicht so ohne auf jeden Fall. Was sie aber ansonsten fair gemacht haben, wir haben es jetzt hier in dem Run nicht gesehen, weil die Notwendigkeit dann zum Glück nicht da war, aber wenn wir ganz gestorben wären, man darf wieder mittendrin einsetzen, also bei der Stage zumindest, bei der man zuletzt war, ne? So ist es, meinst du? Genau, richtig, ja. Also zumindest in dem Modus halt, ja. Das ist tatsächlich ein, hier guck mal die Story an und hast ein bisschen Herausforderung, ja, das schon, aber im Verhältnis zu dem, wie jetzt der Arcade-Modus oder wie jetzt die alten Spiele sind, ist es, glaube ich, dann doch noch deutlich, deutlich fairer. Ja, und ich finde, sowas sollte ein modern oder aktuell produziertes Spiel dann doch haben. Bei all dem Fanservice für die harten Retro-Recken von damals, die es brutal haben wollen und schwer. Aber da darf dann auch eine Möglichkeit dabei sein, wie man irgendwie so Checkpoint-mäßig einsteigt. Finde ich schon genau, wichtig. Genau, oder man spielt halt dann eben den Arcade-Mode auf, was ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad? Mania? Mania, ja. Also dann kann man sich da auch austoben, das heißt, Herausforderung hat man ja, wenn man haben möchte. Eben. Also man kann sich das schon so einstellen, wie man will. Ich denke, das ist halt die goldene Mitte heutzutage, weil solche Spiele wie damals, damals war die Auswahl kleiner. Das heißt, man hat halt irgendwie ein Spiel gekauft und hat es halt irgendwie 5 Wochen lang gespielt, bis halt durch war. Ja, ne, das muss man sich auch mal bewusst machen. Genau, da hat keiner mehr die Geduld mehr für. Ich staune ja auch immer, wenn ich so selber zurückblicke, wie viel Zeit ich da mit einzelnen Spielen damals verbracht habe, wie gut ich die kannte damals in- und auswendig teilweise. Und das ist genau der Grund, was du meintest. Es war war der Markt nicht so voll mit Spielen. Und dann musste man natürlich mühsam sein Taschengeld zusammenhalten und konnte sich nur alle paar Monate mal ein neues Spiel leisten oder hat halt auf Weihnachten oder Geburtstag gehofft. So war es bei mir. Ja, richtig, genau. Spiele waren damals auch nicht gar günstig, ne? Also ist ja nicht so wie im Steam Sale mal irgendwie für 10 Euro 6-7 Spiele kaufen, sondern was hat man denn damals? 150 Mark oder sowas für ein Spiel? Ja, 120 auf jeden Fall. 120, 150, ja. Da ist dann schon ein paar Monate Taschengeld zusammengeflossen. Ne? Ey, das war übelst brutal. Also das war richtig, eigentlich unnormal teuer. Ja, für so einen Jugendlichen, der sich das irgendwie leisten will. Genau, und dann hast du halt im Endeffekt ein Spiel, was, wenn du es durchspielst, in 1,5 Stunden durch ist. Ja. Aber man wusste ja noch nicht, was es nicht noch alles geben wird. Also im heutigen Vergleich bleibt da natürlich nicht so viel übrig. Aber damals war das ja High-End, was man da teilweise bekommen hat. Also Streets of Rage 2, ne? Mit seinem Umfang, mit seinen riesen Sprites und alles, mit seiner Grafik, mit dem Sound. Das war schon fett. Das haben sie schon richtig, da haben sie schon viel aus dem Mega Drive damals noch rausgeholt, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das ist auch, also vom Soundtrack her, glaube ich, mein Lieblingsspiel auf dem Mega Drive damals gewesen. So ziemlich. Und ja. Ich kann dir zwei von meinen Lieblingsspielen nennen, wo ich echt den Soundtrack hammermäßig finde. Ich habe sie jetzt beide schon als Retro-Let's Play gehabt. Das erste hatte ich jetzt gerade zu Ende gebracht oder zu Ende ausgestrahlt, war Thunder Force 4. Weiß nicht, ob du kennst. Ich glaube, ich habe bei dir schon mal was gesehen dazu. Das ist doch dieses Flugzeug. Genau. Also ein Hammer-Metal-Soundtrack. Ich bin jetzt nicht so ein Metal-Fan eigentlich. Aber ich kann mal was Rockiges hören, mal was Hip-Hoppiges. Ich bin so überall ein bisschen aufgestellt, aber nirgendwo so extrem. Aber das ist so ein Metal-Synthie-Soundtrack, der ist einfach nur geil. Und dann ein Spiel, wo es, was glaube ich ziemlich unterschätzt ist oder heutzutage nicht mehr so bekannt, ist Alien 3, hat auch einen super Soundtrack. Ja, also ich spreche jetzt auch von Mega Drive. Das ist komplett vorbeigegangen. Ja, die Alien, nee. Man weiß ja mittlerweile von mir, oder du weißt mittlerweile von mir, dass ich so in diesem Horror oder diesem, ich sag jetzt mal, diesem Genre, was in diese Ecke mal in die Richtung geht, auf jeden Fall eher etwas zaghafter unterwegs bin. Ich werde maximal gezwungen, solche Sachen zu spielen mit irgendjemandem. Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil wer nämlich so ein bisschen mehr Horror spielt, das ist der Alex, der Kollege vom Daniel auf dem Kanal AFK, alles furchtbar kommentiert, da wo ich den Daniel her habe. Und ihr guckt wie immer, auch jetzt zum Ende hin nochmal,
in die Videobeschreibung, da ist der Link zu diesem Kanal. Dann habe ich das nämlich auch nochmal gesagt. Vielen Dank dafür. Ja, wir freuen uns natürlich auf jeden Fall, wenn ihr auch mal bei uns reinschaut. Gerne, gerne. Der Alex traut sich ab und zu tatsächlich mal ein Horrorspiel, dann da kann man mal gucken. Also der hat auch ein paar coole Sachen dabei auf jeden Fall. Ja. Kann man mal reinschauen. Gut, also mir würde es dann jetzt hier nämlich reichen, auch von der Zeit her, hat alles gut gepasst. Und ich bedanke mich nochmal bei dir fürs Remote-Play, ne? Kein Thema, immer wieder gerne. Also wir können auch das Ganze nochmal durchspielen. Nein. Irgendwann lohnt sich das mit dem Preis. Nein, der Subtext war, es reicht. Okay, es reicht, alles klar. Nee, aber war alles super. Also sah perfekt aus, keine Aussetzer, kein gar nichts. Weder akustisch noch visuell. Alles durchgekommen, du bist durchgekommen. Wir sind durchs Spiel durchgekommen. Ich bin glücklich für den Moment. Siehst du, und somit kannst du jetzt wieder gepflegt aus der Streets of Rage-Hölle entfliehen. Jetzt darfst du wieder aus dem Spiel raus. Ja, dann bedanken wir uns als letztes noch fürs Zuschauen. Und wenn ihr genau wisst, ob das jetzt Zwiebelringe oder irgendwas anderes gewesen sein sollte, dann schreibt ihr es natürlich noch in die Kommentare. Also für Donuts hätte mir die Glasur gefehlt, sag ich ganz ehrlich. Ja, sah nicht so lecker aus, wenn es ein Donut gewesen wäre, stimmt schon. Zwiebelringe! Gut, also, Schluss aus Ende, Streets of Rage 4 ist durch, ich bin glücklich, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!